Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Marsch, Version 1.3. Wir werden jetzt zurück zum Hof fahren, hoffe ich mal, dass wir richtig sind, richtigen Weg. Ja, dann schauen wir, was wir halt machen können. Das erste Gerät für die Maisernte ist vorbereitet zum Verdichten und Verteilen. Und wir müssen mal schauen, ob da eigentlich ein Radlader noch Sinn machen würde. Ja, ansonsten, ja, anhängertechnisch wollen wir mal schauen. Weil aktuell die Hänger, die ich jetzt habe, der eine ist beschäftigt mit Stroh. Der braucht noch eine Weile für. Ja, und der Rest wollen wir schauen, ne? Traktoren müssten eigentlich reichen. Und gut, die sind ein bisschen schwach teilweise Brust, aber gut, probieren wir mal, ne? Feld 3 ist so ein bisschen komplizierter, in Anführungszeichen. Da werde ich eh alleine fahren, denke ich mal. Das ist halt ein bisschen schwierig. Eine Wendemanöver und so, da traue ich den ganzen nicht zu. Ja, und dann mal sehen, ne? Vielleicht wird auch heute noch die Hopfen reif, heute Nacht. Dann beginnen wir da auch. Ist schon anderweitig beschäftigt, also Mais ist immer zweitrangig, ne? Hopfen brauchen wir für Bier, das heißt, ich möchte eigentlich auch die Produktion für Bier aufbauen. Aber aktuell ist das zurzeit, ja, wie soll ich sagen? Schwierig, finanziell gesehen. Mal sehen, was die nächste Silage einbringt. Bei Gras ist ja noch nicht so weit. Und die nächste Ernte bei Gras, die anderen Felder, ja, es könnte sein, dass es dann morgen soweit ist. Möglich, kann man es nicht ganz ausschließen. Dann geht es natürlich los mit Mähen und Pressen. Also jede Wiese für sich extra, ne? Also erstmal mähen und dann nachher pressen hinterher. Sonst stehen die sich im Wege. Bei den kleinen Wiesen. Meistens kommt die Arbeit auch einmal. Den werden wir gleich voll tanken und reparieren komplett. Müssten noch mehr Fahrzeuge am Hof haben, glaube ich. Aber mal schauen, ne? Landmaschinen, ja. Es wird dunkel auf dem Marsch. Oh, da, zack. So. Ach, waschen und tanken. Kriegen wir alle zurück jetzt, die Fahrzeuge. So, mal reparieren gleich. Ja, auch gleich reparieren. So, nächstes waschen. Waschen. Wenn schon mal hier ist, ne? Ja, einsteigen ist gut. Also der Stromkasten stört mich im Prinzip ganz schön. Ja, na gut. Wasser und Strom, da sind wir ein bisschen vorsichtig, also der Beziehung. Ne? Also das sind so eine Baukästen, die sind gegen Regen geschützt, ja, aber nicht gegen Druckwasser oder so.
Aber jeden Spieler sind die Ware. Was zählen du siehst, da ist der Kasten, da habe ich mal Stromloch gekriegt. Ne? Da war ich mal mit der Axt durch. Ne? Aber scheiße, was du. Im dritten Mal war ich tot. Und da noch ein bisschen, dann sicher egal. Der nächste fertig, so immer hinstellen irgendwo. Ah, weiter geht's. Ja, Stroh ist wieder da, super. Eine Freude zu sehen, wenn er so schön fährt, ne? Wenn das klappt. Also Strohsammeln, das klappt hervorragend. Also da kann man nichts sagen. Die Ernte ja auch, aber abfahren, das klappt irgendwie nicht. So, wir haben noch mehr Fahrzeuge unterwegs. Mal schauen wo. Die müssen wir nach und nach alles zurückkriegen, ne? Sonst. Mal vermisst Anzeige. So, das 46. Dann müssen wir drehen. Machen wir Licht an. Haben wir ja, ne? Müssen wir schauen. Da ist die 25. Und ein bisschen gucken, wo ich bin. Ob wir hier fahren können. Denk mal ja. Naja. Denken ist gut. Ist ziemlich dicht gepflanzt hier alles. Hup, der hat gar nicht gesehen. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Aber da war schon spät. Der ist halt ein Grab, ist er gar nicht gewusst. Ja, Dunkelfahrt, also ist ja noch nicht ganz so dunkel, muss man dazu sagen, aber ich hatte den Grab echt nicht gesehen. Erst wo er zu spät war. Ups, weg war ich. Zum Glück war er so tief. Da wäre was geworden. Ah, Werte. Passt. Ich muss mal gucken, ob die Werte nicht übertrieben sind. Wenn die Werte so hoch sind, Grafikkarte, Prozessor und so, dann ist es meistens ein Zeichen der Überlastung und dann ist irgendwas näher faul, auch von der Qualität her näher. Das ist ein Risiko. So, den werden wir auch waschen. Der hat kein Gewicht, das passt auch. So, tanken, na, werden wir auch gleich machen. Was Scheiß, ist erledigt. Da. Und voll. So. Ein bisschen waschen. Haben die alle nötig? Für Düngen reichen die kleinen aus. Also da brauchst du die großen nicht. Für Kalk ist der größere besser. So, das sind die beiden Dienstagfolgen, ne? Ja, dann geht der ja. Wie den alten Rhythmus reinkommen, das ist mir schwierig. Hab mich das mit Weihnachten total durcheinander gebracht, da ich ja auch 4 Tage nicht da war
und dadurch etwas, naja, umstellen musste in der Produktion. Also vorher und ja, musste anfangs mehr machen, später war das ein bisschen, naja, von der Reihenfolge her ein bisschen ungünstig für mich, also wegen der Umstellung, aber es geht irgendwie schon. Wenn wir dann wieder arbeiten, geht das Freitag wieder normal, Rhythmus weiter. Das geht schon irgendwie. Ich hoffe, dass keine Folge noch nicht gekommen ist. Dass ich übersehen habe, dass eine vergessen wurde oder so. So, den gelben könnten wir nutzen. Ich habe ja was anderes vor. Ich will ja jetzt nicht unbedingt den fahren wir weiter nach vorne. Ich glaube, wir haben noch einen. So. Unser Kalkfahrer, den wir auch gleich zurückfahren. So, wollen wir gleich Licht machen, ne? Also 7 Release habe ich schon mächtig vorproduziert. Ich hatte auch gestern wieder einen richtig Hieber drauf gehabt. Also wird spannend. Fahren wir kälter halt ein, weil die Felder ja mir gehören zum Beispiel und es ja eh noch nichts ausgesät wurde. Also in der Beziehung ist es nicht so tragisch. Normalerweise mache ich es nicht. Aber in dem Fall ist es nicht ganz so tragisch. Ist ja für den Boden nicht so gut, wenn er immer so stark verdichtet wird, ne? Das zerstört den Mikroleben im Boden, also die Tiere, die im Boden leben, die mögen es halt nicht, ne? So. Sollte man vermeiden. So, gleich mal vollgetankt. Immer gleich reparieren. Zurück, genau. Ja, da haben so etliche Fahrzeuge zu stehen irgendwo, ne? Das ist eine der Fahrzeuge, die gepresst haben. Und mal schauen. Aber allgemein kann man zum Pressen kann man alles nehmen. Zum Mähen auch. Und der hat keine Pflegebereifung. Der geht auch nicht. Warum weiß ich nicht. Aber der hat schöne Lackierung, das gefällt mir so. Oh, wir haben schon 22 Uhr, gehen wir auf 30. Die müssen ja nicht trödeln, ne? Ja, dann morgen die Tiere versorgen, denke ich mal. Spätestens übermorgen. Können wir mal kurz gucken, ob wir neue Ferkel haben. So. Alt, nee. Alt ist. Und zwar 90, das passt. Das ist unser Anderstall, der zweite, der erste. Oder der. Oh, der ist aber richtig schmutzig. Das ist ja mit der Ferkel. Habe ich da Tiere umgestaltet, die größer sind? Das geht nicht. 90 ist klar. Also die meinen ganzen schweren Schweine.
13 Kilogramm. Ach du Dicke, ein bisschen mischt. Das sind alles Ferkel. Da sollten eigentlich nur die großen sein. Mal nur umkümmern. Na, das ist nicht gut. Ja, fahr mal weg. Ist nicht ganz was richtig gegangen. Also, ich wollte eigentlich keine großen Tiere in den neuen Stall reinbringen. Müssen wir uns um kümmern, ne? Oh, hier, gleich hinter den Düngersteuer gleich. So. Ups. So, gehen wir gleich zum Stall. Und gucken mal nach, was los ist. Wegen Sauberkeit. Dann müssen wir sortieren. Wir müssen die schweren Tiere und die großen Tiere rausbekommen. Geht nicht. Oder haben sie sich im Prinzip allein verstellt. Kann ja auch sein, ne? Also gut, hier so mistig ist es hier nicht. Der kann nicht sein. Dann fahren wir gleich. Erstmal sauber machen. Das ist ja ganz wichtig. Sauber machen ist ganz wichtig und das werden wir gleich machen. Und unsere Tiere. Ja, jetzt kommt der Herbst. Ah, hab ich noch Tiere drin gehabt? Das kann ja nicht sein. Ah, hab ich nicht leer gemacht? Das ist aber also ganz schlecht. Das vergessen gehabt normalerweise. So, dann muss ich gleich zum Anhänger gehen. Das ist ja gar nicht gut. Habe ich nie abgeladen. Oh. Oh, scheiße, schlecht. Nicht gut. Jetzt werden wir mal schauen. Drüben die Stelle. Wir werden das mal putzen, mit all nix. Silo wieder voll, ne? Das ist schlecht. Oder gut. Dann gehen wir runter auf Normalgeschwindigkeit. So. Und dann werden wir ganz kurz den Stroh rausnehmen. Das heißt, mal erste Tiere. Tiere ist wichtig. Gibt's doch gar nicht. Futter so voll hier. Ah, es kann sein, weil die. Hier mehr Futter haben als drin ist im Stall. Okay. Wir fahren dann mal Richtung die anderen beiden Stelle und dann mal schauen. Fahren wir hier durch. Und machen da mal sauber und dann. So, mal schauen, dass wir die Tiere sortiert kriegen, ne? Also und Anhänger leer machen. Also das ist so ein zweiten Mal. Die Kühe sind auch schon mal gestorben. Ah, da habe ich nicht vergessen, hat er zu schnell gespielt. Also auf 30. Schlecht. Ganz schlecht. Verluste. Verluste hoch 3. Also. Ja, gut, was soll's. Also noch schön Anhänger leer machen, ne? Bestimmt nicht bestätigt, das kann natürlich sein.
Habt ihr wieder zurückgefahren? Da ist schon da. So, hier ist natürlich kein Licht. Das Gras müsste auch wieder reif sein. So, mal gucken, wo Mist ist hier vom Futter. So, hier ist sauber. Die Pumpe hat noch nicht umgebaut. Machen wir später. Hier schon. Wo ist hier der Mist? Jetzt verstehe ich es nicht. Wo kann man jetzt hier putzen? Das ist schlecht. Wenn wir ganz kurz gucken. Der ist sauber. Das ist der mit 31 Tieren. 90, 90. Habe ich denn vier Stelle gehabt? Ja, ich habe vier. Und hier, wo ist hier der Mist? Ah, hier drinnen, okay. Da scheint mir ein Mist zu sein. Mann und der Schweine, du. Und das um 1:03. Dann machen wir Außenansicht. Wir haben drei Ställe. Aber wie gesagt, ich muss die alten Tiere rausbekommen, dann nützt auch nichts. Ob der hier reinpasst? Ja, passt. Es kann natürlich sein, dass er jetzt das nicht annimmt, weil er da lief vom Mist, wirklich Mist. Wieso nicht? Ich will den Mist loswerden. Ich will ja den Stall putzen. Ich gebe mir das hier ab. Mir auch egal. Kriegst du ja nachgeschoben, ne? So, mal sehen. Runter. Nicht zu viel. Schauen wir, was er aufnimmt an Mist. Wo das auch Futter ist. Ah, das ist auch Futter. Das war alles. Wegen 40 Gramm. Ah, alles. Das muss die Erststand sein. Wasser, Mais. Die haben kein Futter. Das ist keine. Dann kriegen sie gleich was, ne? Was die anderen nicht mögen, das kriegen die anderen ungefähr. Ich dachte, da wäre schon wegen Mist. Das Stroh ist, mal sehen. Müssen wir ja sehen, dass wir es leer kriegen. Weil das muss ja weiterlaufen, ne? Aber erstmal Futter geben, sonst sind Probleme.
1, 2, 3. Wo kann er jetzt Futter denn gewinnen? Das war doch irgendwo auch gewesen. Kompliziert. So, jetzt haben wir mal Futter. Nicht viel, aber sie haben was. Gut. Und hier sind nur Ferkel bei. Passt. In dem Stall. Auch nur Ferkel bei. Passt auch. Hier sind große bei. 209. Kann auch sein, dass der Erststall ist. Ich weiß nicht genau. Der 82er hat noch Ferkel. Und ein paar große. Muss ich mal schauen. Ich wollte hier keine großen Tiere dann haben. So. Kümmern wir uns um Stroh. Das heißt. Auf dem LKW. Das ist der Düngerstreuer. Oh, hier LKW. Nee, Futter. Der LKW haben wir im Hof gehabt, ne? Gehen wir zum Hof. Der muss warten wegen, ne? Also, ne? Die beiden LKW, die Anhänger sind noch ohne Fahrzeug, ne? Ja. Gucken wir, wo ein LKW haben. Bei den Ferkel sind LKWs, ein LKW. Ja, da muss ich mal sortieren. Aber er muss Stroh und Schwung bringen. Ich will keine alten und jungen zusammen haben. Schlecht. Fahren wir den nächsten Vorteil, das ist gut, also Quatsch, ist kein nächster da. Ich könnte höchstens Erweiterung kaufen, aber Erweiterung, naja. So. Machen wir erstmal das Mischfutter. Erstmal sehen, dass wir das Dings kriegen. Das Stroh rauskriegen. Können wir nicht verschenken, wenn wir sehen, dass wir für Arbeit kriegen, ne? Die sind ja im Prinzip leer, da kann man gleich mal einkippen. So, Weizen nicht. So, Stroh bitte. Dann kann der andere weiterarbeiten und Stroh herbringen. Und ich kann indessen mal schnell Dings voll fahren, ne? Also Pelletsfabrik. Dann kann er noch wieder dreimal fahren, theoretisch. Entschuldigung. Oh. Früher Herbst. Siehst du, der Boden ist noch so feucht, sein Ernten geht nicht zur Zeit. So, auf zur Pelletsfabrik. Mischfutter wird nicht mehr reingehen. Da brauchen wir jetzt die Silage. Nur noch einen Tag stehen. Die Ballen. Dann können
können wir eine Fuhre Ballen herbringen. Da kann der LKW gleich genommen werden, der da hinten steht, mit den 5 Ballen Heu. Die können wir gleich mit reinschmeißen. Ich werde mal hier ein bisschen Laternen aufstellen hier. So, bald noch vorbeigefahren. Jetzt fahren wir mindestens 2 LKWs hierher und dann guckt man ja unten den Ferkel, dass wir das dort hier kriegen. Da haben wir schon was verkehrt gemacht irgendwo. Ja. Nicht schön, aber halt Fehler passieren, ne? So, was haben wir noch Platz? Ja, wir haben noch Platz, und zwar locker. Naja, gut, die Hälfte haben wir drinne. Ein bisschen mehr sogar. Aber der verarbeitet ja auch ein bisschen noch, ne? So. Können wir ja nicht verschenken, das geht nun mal nicht. Und wie gesagt, verkaufen tun wir dann im Winter. Machen wir Zeit. Und wenn wir dann Lust haben und Laune, dann machen wir ein Holz im Winter. Wie gesagt, nur noch im Winter, im Frühjahr und haben wir andere Arbeiten vor. Normalerweise. So, nächste Fuhre schon. Ich gehe mal wieder auf 30 Tiere haben jetzt Futter nochmal gekriegt. Und nicht viel, aber das werden wir gleich mal machen, Futter. Wir haben ja in den Fahrzeugen zu stehen. Jetzt auch den Stall versorgt kriegen mit 100% Futter. Ups, da war gerade wieder Laternenfall gestreift. So, dass der andere nicht plötzlich aufhört zu arbeiten, ne? Das ist ja auch nicht gut. Ich meine, kostet zwar nicht so viel Geld, aber nachts kostet er besonders viel Geld. Da zahle ich Zuschläge, ne? Obwohl, na gut, ich bin bei null Zahlung, ne? Okay. Aber so wäre es normalerweise. Vor allen Dingen, wenn es Regen kommen sollte, wird es ja auch weniger Stroh. Also jemand die Tiere mal Futter geben, nachdem wir den zweiten Anhänger auch voll gemacht haben. Ja. Gut. So, alles da. Hier ist eine Nullzahlung, null. Und dann können wir wieder Aufstellgeschwindigkeit erhöhen. Wasserbehälter brauchen wir hier nicht. Das geht auch so. Hat der Pumpe? Ja, der hat Pumpe. Ich meine, die Pumpe von draußen, die Innenpumpe ist auch klar, muss auch noch machen nebenbei. Aber schauen wir mal irgendwie, wie hin. Ist aktuell ein bisschen ausgelastet heute.
So, Futter soll nicht liegen, haben sie genug. So. Jetzt fahren wir eben parallel in den Stall. Dann können wir gleich loslegen und sortieren. So, hier werden wir hier gleich Lichter bauen. Das nutzt ja auch nichts. Also, so zappendüster wie hier ist, das geht nicht. Die Dinger sind nicht dabei. Der Deko waren die, glaube ich, gewesen. Gut. Das heißt, da wird nicht stört, da werden wir hinstellen. Ich glaube, das ist genau richtig gewesen. Jetzt haben wir hier genug Licht. Wer sagt's denn? Jetzt holen wir uns den LKW, nachdem wir den mal kurz Strom weggefahren haben. Ja. So. Ja. Fahren wir den ganz kurz mal Richtung. Mal weg. Fällt es zurück, wenn wir eine Fuhre hin. Und dann kümmern wir uns um die Schweinesortierung. Also die Großen kommen wieder im Hof. Wenn da welche sein sollten. Da fahren wir jetzt mal leer hin und fahren nachher die Vollen und die Großen zurück. Und dann gleichen wir mit den Kleinen wieder aus. So. Ja, haben wir jetzt den dritten Anhänger dran, also den dritten, den letzten an. Wir müssen aber umspringen auf den ersten, wo wir abladen können. Hydraulik umstellen, ne? Ich halte. So. Gehen wir am letzten und dann schauen wir gleich nach. Wie das gut gefüllt wird, ne? Das ist ja auch fast voll, ne? Aber ansonsten Palett ist noch genug Platz. Man kann noch weiter produzieren. Oh, das ist eine überlange Folge. Ich sag mal, gleich mal Tschüss und den Winkel, ciao. Oder muss ich auch zwei Folgen machen? Ich weiß nicht genau. Tschüss.